Sag mal, waren wir eigentlich schon mal in Wilwan? Ach, Moment, der braucht. Der hat und der braucht. Und du bräuchtest wieder so einen Zaubertrank, ne? In dem zweiten Waffenset ist das. Geh mal in dein dritten Waffenset eine Fackel rein. Von mir ist zwei. Wisst ihr, was blöd ist? Dass es keine Beschränkung gibt. Ich finde, ein Magier, der sollte gar nicht erst mit dem Bogen. Ich meine, der sollte gar nicht erst den Bogen benutzen dürfen. Oder wie ist denn das? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Wie es jetzt direkt im schwarzen Auge geregelt ist. Also im Pen and Paper. Ja, okay. So, wir gehen trotzdem nochmal hier nach Wilwan. Irgendwie kommt mir das so unbekannt vor. Waren wir hier schon mal? Ja, ne? Signor, die Götter mit euch. Und mit euch. Ah, endlich Kundschaft. Was ist denn das? Ein Sehnenschneider. Mit einem Sehnen- und Seilschneider lassen sich dank des sichelförmigen Projektils ganze Seile durchtrennen, aber auch im Fleisch des Gegners werden schreckliche Wunden angerichtet. Aha, das ist ein Pfeil. Könnten wir uns kaufen. Theoretisch könnten wir uns das kaufen, aber kaufen. Ach so. Ho, ho, ho. So ein Zaubertrank. Der kostet schon eine Stange Gold. Was ist denn das? Die Macht der Schatten. Diese Spekulationen zum Arcanum, dem wichtigsten Werk der Dämonologie, befassen sich hauptsächlich mit der Formel des Ecliptifactus, der Beschwörung des eigenen Schattens für den Kampf. Der Verfasser bleibt aus guten Gründen anonym. Ja, dann. Nee, dann können wir uns dann weggehen. Danke für die Information. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Kaltrims Tal. Da war ja auch was, ne? Besuch Baal und Kalt. Das sind irgendwelche Spiele, ne? Okay. Willkommen. Ich wusste, dass ich auf euch zählen konnte. Ich verrechne mich niemals. Schöne Waffensammlung. Sind das Gladiatorenrüstungen? Aus Alanfa und Mengbilla. Baal und ich sind Liebhaber jeglicher Spiele. Genauso wie ihr, hoffe ich. Was gibt es denn zu gewinnen? Geld, Schätze, Ehre oder Tod. Aber am allerwichtigsten eine unersetzliche Erfahrung. Seid ihr bereit? Ich will erst mehr über dieses Spiel erfahren. Es ist ein Spiel auf Leben und Tod. So ehrlich wollen wir sein. Aber mehr können wir nicht verraten. Wir können es kaum erwarten. Baal, sei so gut und reiche unseren neuen Mitspielern einen kleinen Schlummertrunk. Ein harmloses Schlafmittel. Keine Sorge, es ist ganz süß. Wundervoll. Bis später. Endlich bist du wach. Weil du mich getreten hast. Wo sind wir? Scheint eine Art Gruft zu sein. Und die einzige Tür ist verschlossen. Immerhin wurden uns schöne Hemden spendiert. Die nach geschlachtetem Schwein riechen. Ups. Da hätten wir vielleicht mit mehr Ausrüstung reingemusst. Was haben wir denn hier? Ein Kästchen. Was ist in dem Kästchen? Da steht etwas auf dem Deckel.
Öffnet mich nicht, ich bringe den Tod. Soll uns das abschrecken? Lieber nicht. Wasser. Wenigstens werden wir verwöhnt. Auf der Karaffe steht etwas. Habt Vertrauen. Du wirst das doch nicht trinken. Ich habe eine trockene Kehle. Gleich wird der Großling bleich. Gleich fällt er um. Wer sagt's denn? Auf dem Grund ist ein Schlüssel. Also, heißt das jetzt? Ich komme weiter, oder? Die Prüfung des Vertrauens. Na, großartig. Vier Kisten. Schatztruhen. Und hier sind wieder Buchstaben auf dem Boden. Seid gierig. Okay, seid gierig. Jetzt könnten wir die öffnen, ne? Oder auch nicht. Halt, seht ihr? Ein Mechanismus! An der Tür! Tatsächlich. Und er verbindet die Tür mit den Truhen. Eine Falle? Keine Falle, wenn ich es richtig sehe. Sobald wir die Tür öffnen, werden die Truhen verriegelt. Was denkt ihr? Seid gierig. Seid gierig. Ich bin eigentlich gar nicht so gierig. Wir gehen. Ja, mit Asseln kennen wir uns zwar aus. Doch wo wir uns nicht mit auskennen, ist mit diesen wahnsinnigen verrückten Dingen hier. Wir haben vier Schalter. 1, 2, 3, 4, 5. Vier Tore. Aber was ist mit dem Tor? Muss man erst die vier Tore aufmachen, damit das andere Tor rausgibt? Ich würde sagen, ehe wir die Tore öffnen, werden wir erstmal diese Asseln hier in ihre Schranken weisen. Und dazu... Huch! Der läuft ja wie so ein... wie so eine gestörte Änderung. Wieso haben die eigentlich jetzt was anderes an? Was hast denn du überhaupt? Jetzt muss ich trotzdem mal ins Inventar schauen. Wo ist denn unsere normale Kleidung? Na super, jetzt haben wir gar keinen. Jetzt haben wir gar nichts mehr hier. Kaftanhose. Was hat denn der? Ein Schwert. Das ist auch ein Kurzschwert. Und der läuft in der Hiebwaffe um. 3 bis 8. Ja, die soll er auch mal behalten. Ne? Sowas wie Tränke haben wir, ne? Tja, dann. Dann machen wir mal die Asseln hier klein. Achso, halt. Warte, da ist mal eins noch vor. Ups! Wie
konnte mir denn das passieren? Ich bin doch gar nicht drüber gelaufen. Verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Ist mir echt zu hoch. Zack! Zack! Das ist blöd, oder? Mit dem Räderlauferei. Müssen wir nochmal schauen, ob man da vielleicht mit Shift oder so Wegpunkte setzen kann. Warte mal, pass auf, ich probier mal. So, ich habe jetzt mal... Aha. Ich habe jetzt mal Wegpunkte gesetzt. Scheint zu funktionieren. Ja, sag doch sowas gleich. Ja, mach doch mal hier. Wir machen mal was auf. Egal, ne? Huch. Aber hat sich nichts getan. Hat sich absolut nichts getan, ne? Dann geh mal hier hin. Und los. Hat sich immer noch nichts getan. Dann... Kannst du schon? Nee, kannst du nicht. Ja, dann... Nee, du gehst mal. Und dahin kann ja der Zwerg dann. Was ist denn jetzt? Vielleicht sollten wir doch mal Szene-Schärfe ab und an machen, ne? Ja, jetzt kann der Zwerg noch nicht mehr hin. Super. So, was ist jetzt mit dir da oben? Nee. 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 Hier. Warte nochmal. So, 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 so. Und los. So, und du kommst... Ach, du kommst da nicht hin. Super. Ist ja Traum. Nee, dann... Entschuldigung. Dann geh eben hier. Sinneschärfe. So. Achso, ich musste jetzt. Und dann mach jetzt mal hier was. Damit er hier... was gibt. Wahrscheinlich muss es in einer bestimmten Kombination stehen. Aber in welcher? Oh doch, halt, Moment. Was passiert. Da ist etwas passiert. Ja, dann schauen wir mal. Kannst du? Aha. Es ist auf. Und muss ich jetzt noch hin, oder wie denkt ihr euch das? Wie denkt ihr euch das? Sagt doch mal. Ein kleiner Hinweis würde mir schon genügen.
So, dann Autospeichern, immer gut. Und jetzt komme ich hier was. Habe ich gewonnen, verloren. Sag doch mal was hier. Willkommen. Ich darf nicht mit euch sprechen. Aber ich darf euch alles zu Spottpreisen anbieten. Ich kann dir was verkaufen. Da. Was da? Zack. So, raus mit euch.